Leute! Moin! Hi! Wir sind auf dem Weg zur Dominator. Heute wieder mit dem Auto. Weil Sie den Michel kennt, glaube ich, noch von der Reverse Tour. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und ja, wie immer nehme ich euch auf Festival mit. Und ja, ist mein letztes Festival in Europa, weil wir hauen in anderthalb Wochen nach Australien ab. Wo wir euch vielleicht aber auch auf dem einen oder anderen Festival mal mitnehmen werden. Und ja, dann bis später. Fährst du auch mit? Vendetta! Was ist das denn? Hallo Leute, wir sind gerade hier am Parkplatz angekommen. Ist jetzt auch schon ganz schön was los und jetzt wird erstmal noch der Bollerwagen gepackt. Immer. So, und schon sind wir fertig. Und was sagen Sie zur Lage da vorne so? Voll angenehm. Ja, du schiebst ja auch. Ist mein Beruf. Kisten schieben. Und Michel, wie ist die Lage so? Ja. Ja. Ich hab Bock. Guck mal, da sind auf jeden Fall die Hartus-Busse. Ja. Wären wir mit Hartus gefahren, wären wir viel, viel weiter vorne gewesen. Nein, das hat uns, keiner vorher verraten, dass die Busse näher parken. Naja, ist ja meistens so. Danke. Danke. Oh. Michi, wir haben hier auch noch durch und dann rechts. Haben unser Bändchen, wir sind drin. Fast. Hallo Dr. Peacock. Hello, ladies and gentlemen, welcome to Dominator! So, wir haben jetzt auch schon unser Camp gefunden. Camp Stern für mich. Jo, da ist es. Wow, richtig schön. Da sind auch schon die ersten Leute im Wasser. Das sieht ja mega aus. Sehr nice. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt bauen wir erstmal das Zelt auf. Moin moin. Ja, unser Camp steht jetzt. Man erkennt es an der aktuell nicht wehenden Fahne. Wie man sieht, die Boys und die Mädels sind fertig. Wir gehen jetzt ins Wasser. Jetzt erstmal hier mich auch koordinieren, Alter. Rauchen, Bier trinken. Warum bist du ein hoffnungsloser Fall? Ich gucken, ob das mal gut ist. Ja, darfst du. Bin eh überfordert. Ja, ich bin halt auch nicht einfach, deswegen. Rennen wir, Mädels? Rennen wir rein? Nein. Aber ich muss das Ding aufziehen. Doch, ist hier am besten gleich alles auf. Was? Erstmal checken, ob ich kein Handy in der Tasche habe. Ich dachte, wir sind ehrlich. Das wäre die Frage. Stop the boat! Ja, das nennt sich mal Campen, Alter. Das ist ja richtig eklig. Ja. Also Dominator, hier könnt ihr für nächstes Jahr mal algenfrei reinschütten. Ja. Da, lieber widerlich, dann wieder nicht. Was sagen Sie zur Situation? Also es stinkt. Und es ist irgendwie... Was sagen Sie zur Situation? Tamara, was sagst du dazu? Da drin bumsen Fische, da will ich nicht rein. Du kannst doch jetzt mal hier. Ja, okay, ich glaube, wir gehen wieder zurück in unser Camp. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Festivalgelände und wir sind alle schon ganz schön aufgeregt. Ja! Saufen ist geil! Saufen ist geil! Saufen ist geil! Saufen ist geil! Das ist wegen dieser Sexgeschichte, Dominator, weißt du? Genau. So, dann erzähl doch mal, warum bist du hier und wie gefällt es dir hier auf der Dominator? Das kann ich ganz gut in einem Wort zusammenfassen. Saufen ist geil! Ballern! So, gerade geht's los. Wir können gleich rein. Punkt, toll. Das ist Tani, unser Maskottchen. Maskottchen.
beiß mal rein. Festival und wir sind ja beziehungsweise wir haben ja von vielen anderen Festivals wie DEFCON jetzt zuletzt den Vlog können wir euch mal irgendwie hier oben in der Infobox markieren. Ja, das Camping ist halt von der Gewohnheit von woanders besser. Also es gibt so ein paar Sachen. Hier sind zum Beispiel auf dem Campingplatz, glaube an 3 Stellen Toiletten und ja, hier eine Toilette, die bei uns am nächsten ist, ist zum Beispiel seit dem ersten Tag der Wasserspender leer. Das sind halt so Sachen, klar, da muss man nachbessern als Veranstalter, aber grundsätzlich Dominator als Festival mega. Diese Location ist arschgeil. Das ist halt direkt am Wasser und ja, hat uns auf jeden Fall überzeugt. Wir werden auf jeden Fall wieder hierher fahren. Und ja, was sagst du noch? Ja, also ich würde auch sagen, die Location hat mich wirklich überzeugt. Es ist wunderschön hier am See und ja. Ja, also Wetter hat gepasst diesmal. Es war nicht zu warm und auch nicht kalt. Wirklich, also wir hatten hier bis jetzt eine tolle Zeit. Jetzt gleich sehen wir uns noch die Endshow an. Ja, auf jeden Fall, haben wir richtig Bock drauf. Und dann nehmen wir euch auch mit. Ja. Proceed with our final conductor. This year's anthem creator will push the limits of our bodies with maximum velocity. Every twist, turn, and inversion has led us to this perilous plunge into madness. Only the truthful will survive after this hell of a ride with deadly guns. Mm-hmm.
regardless. Exhilarating leaps and dives, you have conquered your biggest fears, showing your true hardcore DNA once and for all. Now we have reached our final destination. Thank you for your everlasting loyalty and hardcore dedication. See you next year at another edition of Dominator. This event was produced by Art of Dance and Q Dance.